Hallo, werte Patienten, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich nehme einfach mal des Spaßes halber eine an. Jo, mach das, wenn du die deprimierende, du hast versagt, Nachricht möchtest, wenn du in die Stadt zurückkommst. Ja, ich finde, die brauchen wir. Okay. Vielleicht kann man ja zwischendurch nochmal die Mission machen, so ist ja nicht. Unsere Teams sind ja auch so gut. Ne, das stimmt auch wieder. Das vielleicht nicht. Ich finde, Pullerbach ist immer so, das war ein toller Ort. Pullerbach finde ich so ein bisschen, aber es ist das Einzige, was man nicht fünf Dinge hat, oder? Nein, es war noch eins mit nicht fünf Dingen, aber das klang nach Feuer. Okay. Aber wenn wir jetzt eh schon vier Level machen, können wir uns auch die dort unten schnappen. Den hier meine ich. Achso, ja klar. Hey, Pipserella, lange nicht gesehen. Achtest du auf deine, Meine Blutzuckerwerte, alles in Ordnung, Doktor. Tut mir leid, dass ich meinen letzten Termin verpasst habe. Ich hatte zu tun. Gut. Ich habe gehört, dass viel Sport gesund ist. Ich habe mich gefragt, wann du... Ups! Doktor, was war das? Ich spüre Zombies als Gegner. Nichts! Du operierst gerade? Das ist Coolness, die muss man drauf haben. Denke schon. Pip, hol bitte den Rest meines Operationsteams her. Schnell! Roger dat. So. Ich finde die Mission zum Übrigen sehr Krankenhaus gut. Krankenhaus der gebrochenen Herzen brauchen ja. Wir, ja. Na komm, kannst du Rambos dann bitte? Ja, warte, ich dann Rambos. Ich habe gerade was getrunken, das war gerade nötig. Ja, kein Ding. War nur schwer, da vorbeizukommen ohne sich. Bei der Kamera, ich muss nicht sehen, wie es da unten aussieht. Ja genau, stimmt, die geht ja dahin, wo du zielst. Zieh mal dahin, wo wir fahren. Danke. Aber das Geld. Du bist noch für Stunts. Richtung grüne Pfeil bitte gucken. Da. Oh, kein lustiger Tipp für mich gerade. Wo ist Dr. Adelbert? Wir haben ihn mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich finde es gut, dass er Bro heißt. Ja. Genau, bei meiner Geburt habe ich den falschen Eltern gegeben. Das macht den Namen noch viel schlimmer. Genaiser. Richtig, dieser Pinguin ist nicht unser Kind. Und seht mich an, meine Haarextensen sind schrecklich. Wo riecht das? Ich finde, du siehst wirklich gut aus. Ich bin aber eigentlich kein Troll. Oh. Und ich habe mir einen Elefanten an meinen Kopf transplantiert. Dabei hatte ich eine Giraffe gesagt. Sieht das einfach wie eine Giraffe aus? Holt euch die Schwester. Sie wird uns sagen, wo Dr. Strohpeard ist. Dropout. Ja, das war klar. Lass uns eine Verteidigungswahl aufbauen. Wie unfair, sie schießen schon. Diesen Schaden konnten wir nicht verhindern. Ja, ich renn mal vor und verteidige, ja? Ja, ich bin dann quasi... Warte mal, ich kann dann aber auch einfach... Los, Olivia! Los, Rindstrow! Wattstrow! Dude halt! Du machst die Alternativlösung, du schießt einfach. Ja, wir blockieren einfach den gesamten Platz, oder? Ja, das geht nach einem Plan. Du hältst einfach schon mal drauf. Warte mal, wir machen da mal eine kleine... Doch, das war schon richtig. Ich hätte gerne gewusst, dass die Geschichte von den letzten zwei ist. Von Magic und Matt. Chick und Matt?
dem Riesen und der Spindelfrau. Ach so, ah, ja. Die haben ja noch keine Beschwerde vorgetragen. Kommt bestimmt noch. Du könntest, also du musst da einschicken, oder? Ja, ja, ich überlege gerade, ob ich, ist so direkt in den Nahkampf halt ein bisschen mulmig. Ah, nee, dann schicken einfach weiter vor und gut ist. Hopp, hopp. Er läuft um die Ecke. So ein bisschen. Bewegst dein Kerl ja bestimmt auch gleich nach vorne daher. Oh fuck, die kommen uns entgegen. Na, wie unangenehm. Oh, mein, ich vielleicht nicht. Ich aber wieder. Oh, warte. Mein was? Klong. Einmal die ostdeutsche Rückhandschelle. Ich find's halt lustig. Salzer so. Ach, weißt du, ich greif den Feind von hinten an. Ich umrunde einmal das Schlachtfeld. Der Klassiker, also. Der Klassiker von. Weißt du, warum mich das erinnert? An Galad in der Tavernszene. Was? Oh, oh, der liegt da. Das heißt, ich komme da nicht hin, um ihn zu retten. Ja, ich springe aus dem Fenster, laufe außen an der, der Außenseite der Taverne entlang, springe wieder durch eins der zerschlagenen Fenster rein, dann laufe ich da innen nochmal. Und das dauert übrigens 5 Sekunden. Genau. Ja, oh, dann okay. Bin ich da. Er hat es noch rechtzeitig geschafft. Prof, werter Waldläufer und Dämmerhalb ist nicht gestorben. Ja, es könnte ja tatsächlich vielleicht sogar sein, dass im Moment, wo das ausgestrahlt wird, schon Sachen sind. Ich will die jetzt nicht spoilern, aber... Ja, ja. Things can happen. Things can happen, things can happen. Ach, ich spoiler die gerne. Vor allem, weil die Leute wissen, was sie verpassen, wenn es nicht geklappt hat. Ja, aber das kann ich nicht machen. Ach, muss ich? Ja, aber das musst auch du nicht tun. Das ist meine Runde. Ja, aber es ist mein Video, in dem du das gerade spoilerst. Touché, touché. Es geht mir nicht darum, dass es gespoilert wird, nur dass es dann in meinem Video gespoilert wird. Das ist egoistisch, aber angebracht. Ich finde ein durchaus gebracht angemessenes Argument. Kann ich vielleicht mich irgendwo so... Hatten die nicht vor... Ach, wer schickt denn den Heiler dort so mitten rein? Welch Tierquäler tut denn das? Schlag die Fee. Die haben da das scheiß Netz gemacht. Das ist sehr unangenehm. Ja, wie das in der Mitte der Tür ist. Soll ich Horatio da wegbewegen? Das wäre super. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich Subject stärker reinschlägt. Ach, meinst du, ja? Finde ich nach einem guten Plan. Ich überlege gerade, ob es irgendwo noch Platz an der zweiten Reihe für ihn gibt, aber tatsächlich gerade nicht. Aber ich laufe mal hinter mein Fetti. So, und du? Obwohl... Hier? Was mache ich denn? Ich kann ja einfach mit Horatio... Du kannst Horatio also mit Horatio dahin gehen, um meinen Horatio schicken, weil der geht woanders hin. Hör dann. Ja, hab ich Salz und mir braucht dich auch nicht bewegen. Au! Ich kann nicht gesehen, dass mein Buffer der Arsch frittiert wird. Oh! Hallo Saxophon-Typ! Und wir haben den Feind gar getötet. Oh, endlich ist da Platz! Alter. Au, 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 au. Hab ich schon mal au gesagt? Garantiert. Wo muss ich mich denn hinstellen, damit ich die verdammte... Oh, das ist nicht mein Heiler. Deswegen, okay. So, ich schieße jetzt mal auf ihre Scharfschützin. Also, was heißt Scharfschütze auf ihre Schützin? Scharfschütze ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Jo. Hallo? Dafür müsste sie auf was treffen. Ich stelle mich so hin, dass ich die Frau heil. Weiterhin. Finde ich gut. Nurse far away. Finde ich auch gut. Auch genau, das ist gut. Der traurigste Name ist der vom Unterstützer. Ein Pinguin, ja. Ich werde seinen Ehren meinen Unterstützer nächstes Mal so. Nächstes Mal was? Ich werde meinen Unterstützer in seinen Ehren so ausrüsten. Ah. Wir müssen mal die Frau etwas besser verteidigen. Ich kann auch nur so viel Schaden die Runde gegenheilen. Ja, ja, ich bin schon am quasi konterpositionieren. Okay. Steht diese scheiß Feder im Weg? Ich glaub's nicht. Aber ich muss auch so ein bisschen aufpassen, dass der Feind nicht so in den Rücken fällt. Naja, das sollte vermieden werden. Du bleibst da stehen. Du gehst quasi in Nahkampfposition. Wenn man jetzt hier Salz
Fuck, wieso hat denn Salzo noch so wenig Leben? Du wirst eine Menge abbekommen haben. Was ist das denn passiert? Aber der Typ mit dem Saxophon blutet schon. Ja, das blutet. Falls du das siehst. Dann vielleicht deinen Nahkämpfer woanders hin. Dass Salzo ihn dann töten kann. Also dein Kerl mit der Keule. Ja, hab ihn gerade gefunden. Weil. So. Ja, der hält jetzt die anderen drei da auf. Finde ich gut. Klingt nach einem guten Plan. Du machst den Schritt hier ran. Also nicht bewegt habe, ist mein Schützen. Den würde ich gerne irgendwie so schon, dass er hilfreich ist. Da zum Beispiel. Du bleibst da stehen. Und haust ihren. Oh, Gott sei Dank! Das Level-Up kam im richtigen Moment. Oh ja. Ja, zieh dich ein bisschen zurück, das finde ich gut. Ich muss meine Leute ein bisschen günstiger positionieren. Subcheck, springt vor zum Fernkämpfer. Unabsichtlich, aber er stürzt sich voran. Ist das Subcheck? Ist das ein mutiger Kämpfer? Und bevor es jemand in die Kommentare schreibt, ja, wir wissen, dass er anders heilt. Schau dir die alten Folgen an, dann verstehst du. Das ist so eine Art Insider, mein Freund. Salzer? Hä, hey, Moment, wir können ja noch leben. Von was ist Salzer gelevelt? Einfach vom Schaden. Du wirst ja auch davon gelevelt, dass du schlägst und Netze wirst und so. Nee, das kann's nicht sein. Akzeptiere ich nicht. Finde ich zu gut. Nein, akzeptiere das nicht. Wir müssen Bro jetzt endlich mal töten, aber Magic wird ja auch verletzt. Ja, Bro ist ja gleich tot. Ich glaube, ich habe jetzt hier gerade das Design für den Tempel gefunden, mit dem ich zufrieden bin. Das ist das Erste. Aha! Ich finde, das Zitat lächerlich auf so viel die Reiterkombination mit Olivia. Ha, einer weniger. Wie würdest du deine Schmerzen jetzt bewerten? Ein bisschen sassy. Gut, sehr nett von Magic. Sie bringt sich quasi selbst um. Ja. Äußerst zuvorkommend müssen wir das nicht machen. So, dann gehst du mal, weißt du was, du bleibst einfach hier. Denk dran, dass du deine Leute immer so hinschickst, dass sie nicht im Feuer stehen. Ja, ja. Jetzt kriegen sie nochmal Schaden. Ja. Salzer macht mal den Schritt nach links. Du gehst mal jetzt endlich den. Halt! So tötest du auf jeden Fall was. Ich töte den Pinguin schon. Ich visiere eigentlich den rechts an. Okay, ja. Ich vergaß. Explosives Pinguintier. Oh, ist mein Typ gestorben? Lol. Ja. Der wurde in die Luft gejagt. Yep. Es tut mir leid. Accident. Es war ein Unfall. Tatsächlich. Genau. Und nicht so wie du, ein ungewollter Unfall. Entschuldigung. Daniel. Was denn? Das war nicht sehr nett. Der ist tot. Der ist gerade in die Luft geflogen und hat einfach Leute umgebracht. Ich darf ihn jetzt wohl beleidigen. Gutes Argument. Ach du scheiß Fee. Kapiere. Hart. So. Hey! Ich finde das Reitergespann einfach zu lächerlich. Das ist göttlich. Nein, halt, warte mal. Nein, da, du. Dahin. Du, gehst damit dran. Ja, du stehst da eigentlich. Nee, da nicht. Da stehst du super. Was war das nur? Was sollte das? Aber gut, da ist jetzt wenigstens gleich was. Ja, genau, komm ran, das finde ich. Oh nein, sie greifen selbst da. So, ja, Salzer geht aufgrund von Tempo auf den.
Tötest du den Riesen oder soll ich? Hau drauf. Gut, in der Hoffnung, dass du das nicht überlebt. Und dich würde ich gerne. Also ich hau so oder so noch mit drauf, aber es wird halt eventuell bei mir nicht reichen, deswegen. Du gehst. Du bleibst da stehen. Nee, du bewegst dich ein paar Tickelchen nach vorne. Schön. Stell dich jetzt Odivia und die Spinnenfrau beide gleichzeitig an immer. Ja. Was ich sehr gut finde, weil das ordentlich Schaden macht. Haha! Hinterher. Auf den schießen. Ran da. Bleibst da. So. Das sollte es für die da gewesen sein. Wahrscheinlich, schon, ja. Doch, ach gut. Ich dachte schon. Oh. Gleich beide tot. Sehr schön. Das ging ja tatsächlich. Endlich. Versteht ihr jetzt, warum ich streike? Naja, Strobe hat auf. Naja, Strobe hat operiert, jetzt ohne dich! Was? Okay, geht voran! Ich finde, das Wasser hat ein Echo gebraucht. Ja. Ich bin auch kein guter Synchronsprecher. Oh, ja, Keulenfieb macht gut Keule. Ja, ich finde schön, wie Josef einfach nur eine Sache die ganze Runde gemacht hat in beiden Teams. Aber dein Josef macht's besser. Er hat ja auch die stärkere Waffe. Ja, stimmt, ich hab dir ja den Blitzenmörser hinterhergeschmissen. Ah, meiner Mist, jetzt müssen wir wieder zurück. Kusch, Pilz, denke. Fühle dich geschossen. Ich bin mir sicher, das war nicht der Weg hinzu. Deswegen vermutlich. La 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 la. Du kannst deine mangelnde Fahrfähigkeit hier nicht einfach übersehen. La 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 la. Nicht, wenn du laut. Nur mal. Was? Die Armbeuge von Phil. Ich habe laut genug, um das erfolgreich hinzukommen. Oh. Ziel. Haha. Oh, wow, Pip, ich bin überrascht, dass du noch lebst, mit Strophart als dein Arzt. Seine Handlungen können einen Zartprozessen kaum umbringen. Aber was meinst du wohl, wie ich so stark geworden bin? Los geht's! Ach, komm schon, nicht noch Kampf. Hab ich befürchtet. Ah! Hervorragend, Schwester. Ich wollte gerade anfangen. Ist der schon in der Mitte durchgeschnitten? Yep. Sieht für mich so aus, als hättest du schon angefangen. Ich habe nur ein bisschen rumgestochert. Du hast keine Ahnung, was du da tust, oder? So gut. Unsinn! Sag's dir, Diane! Es geht ihr gut. Der menschliche Körper ist überraschend widerstandsfähig. Ist darum eine Armada aus Ex-Patienten hier, um dich, die dich töten möchte? Ach du Kacke. Ihr dann kommt gleich alle dran. Die sind bereits tot, Doktor. Hier muss man ja ewig warten. Zeit, um den Terminplan des Doktors aufzuräumen. Was hat der gemacht? Der hat den Salto gemacht, seine Bewaffnung rausgepackt. Beschütze Schwester Fahrer war ja optional, beschütze Dr. Strophart. Ich muss ja anmerken, ich glaube, der Kampf wird nicht schwer. Aber nervig. Und deswegen machen wir den Part hier vorbei. Oh wir ja, sind uns gleich in ein Part wieder mit Überlänge. Ich smell Überlänge. Bis dahin. Verabschieden wir uns und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn dem so ist. Bis dahin. Ciao. Ciao, Leute.